So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Wir sind wieder zurück. Oh, wessen Platz war das hier? Schiffswaffenkammer, cool. Ausrüsten kann man die Leute hier. Ja. Es sind halt zwei weniger wie früher. Naja. So. Ich habe übrigens gerade eben zwei Orangen gesnackt. Also wirklich gesnackt als Snack. Kann das nur empfehlen. Das ist ganz gut als Mitmacher und gegen Corona auch, so nebenbei. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Dann los. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Ja, Mann, voller Schub. Oh ne, Gute diesmal können wir Arbeit, das Shepard. nicht kappen. Ah Dank Ihnen nein. geht der Rat endlich wirklich gegen Ich Saren brauche meinen vor. Stressball, Leute. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Und was ist mit Ilus? Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Ilos anzugreifen? Ilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Wo ist denn Captain Anderson? Haben wir ihn einfach vergessen? Was ist mit der Röhre? Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Die Röhre gibt es. Wenn Saren die Röhre das ist wieder findet, dasselbe, sind wir alle Mann. erledigt. Wir müssen nach Ilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ja, Mann. Politische Ne, er will noch nicht aufgeben. Bis jetzt hat Menschheit alles. Hat durch Sie viel gewonnen. Bis jetzt war alles Schwachsinn, was der Sie hervorgeschlagen hat, der Commander Shepard. Sie Mistkerl. Sie wollen Gib uns endlich verraten. Auf, Junge. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Ja, die wurden alle infiziert von Saren. Alles Waschlappen. Die Mistkerl. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Nachricht geben. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Ist es da nicht gefährlich? Okay, wir nehmen dasselbe Team. Bin nämlich sehr zufrieden mit den Zweien. Die haben schon gut gecarried. An manchen Stellen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Allgemein sind die halt sehr aktiv, die beiden. Officer Presley hat das Kommando. Das Gameplay fühlt sich auch viel besser an, viel leichter mit den beiden. Ja gut, außer halt, ja, die Geräusche halt, ne? So, zur Akademie. Nach all dieser Erkundung der proteanischen Kultur muss Ihnen das hier wie eine Prüfung vorkommen, Liara. Unsere jetzigen Reisen unterscheiden sich von meinen normalen Ausgrabungen. Ich würde langwierigere Studien vorziehen und weniger Explosionen. Ja,
Der Großteil der Technologie, die ich zurück zur Flottille bringen wollte, hat später versucht, uns zu töten. Wow. So, hallo. Commander Shepard? Kalisha al-Jilani. Kalisa bin Sinan al-Jilani. So. Ja, genau. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Verschwinden Sie. Ich bin nicht in der Stimmung, Miss al-Jilani. Tschüss. Zu Hause hört man viele wilde Geschichten über Sie, Commander. Ich kann Ihnen die Gelegenheit geben, einiges klarzustellen. Was ich sage, Sie sollen abhauen. Ich habe keine Zeit, mich vor Ihren Zuschauern zu rechtfertigen. Ich muss eine Galaxis retten. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Tut mir leid, Leute, aber wir haben keine Lust auf sowas. Ist das... Nee, das ist ein anderer. Der sieht nur so aus. Wo geht's hier hin? Präsidium? Wir wollen da eigentlich zu so einem... Da wollen wir hin. Rapid Transit. Zum Flux sollen wir. Bezirke? Flux. Der Bildschirm ist, hier ist so schön, ey. Der Loading Screen. Und auch das im Hintergrund. So könnte ich mir unsere Welt irgendwann vorstellen, aber... Ja. In 1000 Jahren. So. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Was? Mhm. Jeder weiß, dass Ohr. Den Kriminellen unter einer Decke steckt. Vielleicht. Der ist schon tot. Aber ich würde das nicht so laut sagen. Es sei denn, du willst auf seine schwarze Liste. Ja, ich hörte, er hätte ein paar Leichen unter der Bühne von Koras Nest begraben. Das ja, der liegt da jetzt mit denen zusammen. Ja, das würde auch den Wir haben uns um ihn gekümmert. Sind die Hände gebunden, Rita. Doran. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber es will nicht. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Gehört Ihnen dieser Laden? Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn es mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Flux? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie Toll. Interessiert sind. Tschüss. Wiedersehen. Viel Spaß hier im Flux. Captain Anderson, da sind Sie ja. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Sie Arme, ey. Was Sie alles durchgemacht haben. Auch noch ungewollt. Jetzt weiß ich, wie es Ihnen geht. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man Sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. So einfach ist das nicht. Also die beiden hinten, ne? Die können eigentlich auch gern sich setzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Was passiert mit Ihnen? Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Stimmt auch. Wir werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Was haben Sie vor? Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Irgendeine andere Alternative? Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain.
Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Sie entscheiden. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Ich breche in das Büro des Botschafters ein. Er hat dem Ganzen eine persönliche Note verpasst. Okay. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Fertig. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Okay, ab zur Normandy. Hier stehe. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Okay. Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche jemanden, der die Interessen der Menschen vertritt. Die korrekte Anrede lautet Commander. Was wollen Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Ja, wir wollen das gar nicht machen. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich gehe dann mal. Wenn Sie mir nicht im Namen der Menschheit helfen, dann werde ich jemand anderes. Er wollte ja gerade, dass wir das Illegals für ihn beschaffen. Was ist hier? Egal. Wir gehen zur Normandy. Bezirke. Wie kommen wir zur Normandy? Boah, das ist jetzt echt tricky. Wir sind hinunter in die Bezirke. Cool. Zu den Wards. Ihre biotischen Fähigkeiten sind sehr beeindruckend, Dr. Zoni. Ist das typisch für Asari? Die Asari besitzen zwar angeborene biotische Fähigkeiten, aber es haben nicht alle den Wunsch oder die Fertigkeit, diese Fähigkeiten effektiv zu nutzen. Und die Asari sind die fortschrittlichste Rasse im Rat. Ich frage mich, ob alle Zitadellrassen schließlich zu geborenen Biotikern werden. So, da wären wir. Jedoch nicht an dem richtigen Ort, oder? Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Ja, das ist die arbeitsreichste Station auf der Zitadelle. Aber es wird nie langweilig. Ja, ja. So, Tagebuch. Missionen. Nutzen Sie das MU-Portal. Genau. Wir müssen zur Normandy, aber wie? Präsidium? Aber ein paar mehr Männer könnten nicht schaden. Darum bist du ja hier. Keine Ahnung, was die labern. Hallo. Boah, 5000 Credits. Das skaliert also nach der Stufe. Hallo ihr beiden. Zu den Bezirken. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat das ist jetzt echt hart, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Da ist wieder so eine. 5000. In Gedenken an Shang-Chi.
Entschuldigen Sie bitte. Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Ja, da bin ich. Wissen Sie, wo mein Schiff ist? Shepard? Hallo, Commander Shepard? Seesicherheitsakademie. Ja, naja, wir werden weitersuchen. Aber hier mal erstmal den Cut.